und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video stelle ich euch das Lenovo Smart Display 8 vor. Das ist ein intelligenter Bildschirm mit Android Assistant, quasi so etwas wie der Amazon Echo Show oder der Google Nest, nur eben von Lenovo, einem Drittanbieter. Und was das so taugt, das habe ich mir in der letzten Zeit mal angeschaut. Geliefert wird das Smart Display 8 in diesem schicken Karton. Also was heißt schick? Er ist eigentlich nur sehr modern, relativ schlicht und zeigt alles das, was das Lenovo Smart Display kann. Das ist im Wesentlichen der Google Assistant und das sind im Wesentlichen genau die Fragen, die auch euer relativ stupider Google Home Mini oder normaler Google Home kann. Nur der Google Assistant zeigt euch jetzt eben, was er sagt. Angenommen, ihr bekommt eine Antwort von Wikipedia vorgelesen, dann seht ihr eben jetzt genau den Text, den der Google Assistant euch vorliest. Oder ihr sprecht etwas nach dem Google-Befehl ein, dann seht ihr oben, was der Google Assistant verstanden hat. Das beispielsweise ist etwas, das ich von meinem Echo Show 5 nicht kenne. Aber daran sieht man aus meiner Sicht auch relativ gut, dass obwohl Amazon und Google mit ihren smarten Sprachassistenten irgendwo in die gleiche Richtung gehen, sie schon auch andere Ansätze verfolgen und Google den in meinen Augen ästhetischeren Ansatz verfolgt. Aber gehen wir erstmal rund um das Smart Display 8 herum. Auf der Oberseite finden wir einen Knopf, um das Mikrofon ganz klassisch zu muten, damit der Google Assistant nun mal nicht in jeder Situation zuhört. Links daneben finden wir zwei Knöpfe, um die Lautstärke zu regulieren, also relativ Standard. Auf der rechten Gehäuseseite dagegen finden wir einen Schieberegler, mit dem wir die Kamera des Displays ein- und ausschalten können. Die Kamera dient beispielsweise dazu, Google Duo-Anrufe anzunehmen, aber könnte ja im schlimmsten Fall auch dazu benutzt werden, damit man euch dauerhaft zuschaut. Also ich habe die Kamera immer ausgeschaltet. Hierbei fällt mir gleich direkt noch ein Unterschied zum Echo Show 5 auf, denn dieser verdeckt seine Kamera mit einer kleinen weißen Scheibe. Und diese weiße Scheibe sieht im schwarzen Gehäuse irgendwie fehl am Platze aus. Beim Smart Display 8 ist das deutlich unauffälliger geregelt mit einer schwarzen Scheibe mit einem roten Punkt in der Mitte. So sieht man immer noch, dass die Kamera aus ist, aber es sieht nicht ganz so unpassend in dem Gerät aus. Die linke Seite ist vom Gehäuse her frei, allerdings ist dort ein sehr, sehr breiter Lautsprecher untergebracht. Designtechnisch habe ich mich da vor dem Kauf gefragt, ob mir das wirklich zusagt, aber ich habe es mir jetzt mal auf den Schreibtisch gestellt und nach einigen Wochen draufschauen, finde ich, sieht es auch relativ normal aus. Natürlich verschenkt man so in die Breite relativ viel Platz und wenn man das Display, so wie ich, neben seinem Monitor stehen hat, dann braucht man schon ziemlich viel Platz, damit sich da nichts irgendwie verdeckt oder der Lautsprecher großartig verdeckt ist. Dafür wiederum klingt dieser Lautsprecher wirklich gut. Klar, er spielt nicht in einer Liga mit einem Sonos Play One oder auch nur einem Echo Plus. Aber er klingt für meinen Geschmack und dafür, dass er nur auf einem Schreibtisch steht und eigentlich nur mir direkt ins Gesicht auf meinen Schreibtischstuhl spielen soll, wirklich sehr ausreichend gut. Bass ist da, Höhen kommen durch und Mitten klingen klar. Besonders zum Einsatz kommt der Lautsprecher bei mir allerdings zum YouTube-Videos gucken. Denn das ist wirklich eine der großen Stärken des Smart Displays 8. Es unterstützt Chromecast. Bedeutet, wenn ihr in die YouTube-App oder auch die MaxDome-App geht, könnt ihr oben auf dieses kleine Chromecast-Symbol gehen und dann das Smart Display aus der Geräteliste auswählen und eure Videos darauf streamen. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass ihr das Smart Display in eurem Heimnetzwerk eingerichtet habt. Die Einrichtung allerdings ist schon fast keine wirkliche Einrichtung mehr, denn ihr steckt eigentlich nur den Stromanschluss hinten rein, startet die Google Home App, sucht nach neuen Geräten, findet automatisch das Smart Display 8, bestätigt, dass auf eurem Handy und auf dem Smart Display 8 der gleiche Code eingezeigt wird und das Gerät ist eigentlich schon eingerichtet. Ihr könnt es dann noch einem Raum zuweisen, um Smart Home Steuerungen vorzunehmen und beispielsweise alle Geräte im Raum des Smart Displays auszuschalten. Und zu der Einrichtung muss ich allerdings noch zwei Punkte loswerden. Zum einen handelt es sich bei dem Display, wie der Name ja schon sagt, um ein relativ großes Display. Und wenn man das jetzt nachts bei sich in seinem Schlafraum stehen hat, dann leuchtet es trotz des Nachtmoduses immer noch relativ hell. Wir haben hier kein OLED-Display vor uns, bedeutet, auch wenn es schwarz ist und auch wenn es auf wirklich nur 1% Helligkeit ist, sieht man, dass das Display im Hintergrund nachts auch beleuchtet wird. Und darum gibt es halt den Befehl, Google, schalte das Display aus. Das befolgt Google dann auch relativ brav. Allerdings ist dieser Effekt verloren gegangen, sobald man das WLAN ausschaltet. Und wenn man beispielsweise das WLAN bei mir im Zimmer ausschaltet nachts, dann geht das Display wieder an und das Smart Display versucht sich neu zu verbinden. Das macht der Echo Show 5 deutlich besser, denn wenn ich dort sage, schalte das Display aus und dann das WLAN ausmache, dann bleibt das Display auch die gesamte Nacht über aus.
Ein weiterer Punkt, der mit dem WLAN zusammenhängt, ist, dass das Smart Display 8 relativ häufig die WLAN-Verbindung verliert. Ich konnte noch nicht ausprobieren, ob das jetzt daran liegt, dass es mein WLAN nur ein Repeater-WLAN ist und es anders ist, wenn ich es direkt mit dem Router verbinde. Aber trotzdem ist das relativ nervig, wenn man so zweimal am Tag die Meldung bekommt, ich versuche mich neu mit dem WLAN zu verbinden, dann dauert es 5 Minuten, dann ist es neu verbunden. Das Display des Smart Displays, was ja irgendwie die Kernkompetenz sein sollte, finde ich, auch obwohl es kein OLED ist, relativ gut. Die Schärfe geht auf jeden Fall in Ordnung, ist deutlich besser als beim Echo Show 5. Die Größe mit 8 Zoll ist wirklich angenehm, um darauf Videos zu gucken und auch einfach relativ großzügige Wischgesten zu machen. Und ich finde auch, der Google Assistant ist in seiner Display-Oberflächen-Bedienversion sehr gut auf diese Größe ausgelegt. Man hat große Karten, die man hin und her wischen kann, durch die man durchscrollen kann und über die man Empfehlungen kriegt und Auswahlmöglichkeiten hat, was man als nächstes steuern könnte. Einmal von oben nach unten gewischt, sehen wir unsere Smart Home-Steuerung, können alle Lampen im aktuellen Raum ausschalten oder insgesamt auf unser Smart Home zugreifen. Einmal von rechts nach links gewischt, sehen wir aktuelle Karten, ähnlich wie der Google Now-Leiste früher, die man von links nach rechts in sein Android-Handy wischen konnte und dann durchscrollen konnte mit aktuellen YouTube-Videos, Empfehlungen auf Spotify und anstehenden Kalenderterminen. Und einmal von unten nach oben gewischt, sehen wir Einstellungsmöglichkeiten, Helligkeit, Lautstärke etc. Was den Hintergrund des Displays anbelangt, der ja auch relativ wichtig ist, wenn man so ein großes Display quasi den ganzen Tag anschaut, da finde ich, hat Google auch die Nase vor Amazon. Denn man kann seine Google-Fotos-Galerie dahinterlegen und bestimmte Alben vorgeben, die abgespielt werden sollen. Klar, das kann Amazon auch mit Amazon-Fotos, aber mal Hand aufs Herz, wer von uns lädt alle seine Fotos erst noch bei Amazon-Fotos hoch, um sie dann in Ordner zu sortieren und sie dann auf seinem Echo Show zeigen zu können? Ich mache das nicht, ich mache das nur bei Google-Fotos und habe so eine sehr einfache Möglichkeit, alle meine Bilder direkt aufs Display zu bekommen. Ansonsten gibt es natürlich noch eine Auswahl an Welthintergründen und Kunstwerken und abstrakter Kunst, je nachdem, was euch gefällt, schon vorinstalliert zum Auswählen. Was die Mikrofone, insbesondere also die Fernfeldmikrofone, die Erkennungsmikrofone für die Stimme angeht, bin ich ein bisschen zwiegespaltener Meinung. Einerseits finde ich, funktionieren sie sehr gut, auch wenn der wirklich große Lautsprecher des Smart Displays Musik oder Videos abspielt, kann man immer noch darüber reden. Andererseits habe ich manchmal das Gefühl, man würde irgendwie durch eine Wand oder durch einen Schaumstoff durchsprechen, denn gewisse Laute werden einfach nicht erkannt und der Google Assistant weigert sich dann partout, diese Befehle auszuführen und manchmal sehe ich mich dann gezwungen, das Smart Home selbst zu bedienen. Das wiederum ist allerdings auch etwas, was ich bei meinem Google Home Mini in letzter Zeit beobachtet hatte und das könnte vielleicht mit einem Software-Update seitens Google relativ schnell zu beheben sein und ich würde es nicht unbedingt auf die Hardware im Display zurückführen. Denn insgesamt ist die Spracherkennung wirklich sehr gut. Als sehr gut würde ich auch den Bedienkomfort und die Bediengeschwindigkeit bezeichnen. Denn egal, wo man wischt, wo man scrollt, was man sich anschaut, alles funktioniert sehr schnell. Und wenn ich das Streaming in YouTube starte, dann dauert es vielleicht 2-3 Sekunden, dann öffnet sich sofort die YouTube-App auf dem Smart Display und das Video wird abgespielt. Das finde ich sehr angenehm und kann ich wiederum von meinem Echo Show 5 überhaupt nicht bestätigen, der deutlich öfter rumbackt und lange braucht und zittert und stottert bei deutlich einfacheren Aufgaben. Daher bin ich von der Performance hier sehr zufrieden, zumal man das Smart Display ja gar nicht so oft berührt, sondern meistens mit der Stimme das macht und dann solche Verzögerungen auch gar nicht mehr auffallen. Was die Smart Home Steuerung anbelangt, da gibt es natürlich auch wieder so die beiden großen Lager, Google und Amazon. Und ich weiß auch noch nicht so richtig, was ich da favorisieren soll. Die meisten Geräte, die ich hier im Einsatz habe, sind tatsächlich mit beidem kompatibel. Und im Untergeschoss haben wir vorrangig Amazon Echo-Geräte. Und ich bei mir setze eher auf den Google Assistant, aber es funktioniert meistens alles parallel. Allerdings gibt es immer wieder Geräte, die offiziell mit beiden Konten verknüpft sind, allerdings mal nur mit dem Echo funktionieren oder nur mal mit Google Assistant. Das finde ich schade und vielleicht sollte man sich tatsächlich demnächst auf eine der beiden Ebenen einigen, wie iOS oder Android, aber bisher bin ich mit der Bedienung von Smart Home Geräten und mit der Einrichtung über die Google Home App deutlich zufriedener, als wie es in der Alexa App von Amazon abläuft. Was kann ich also insgesamt zum Lenovo Smart Display 8 sagen? Insgesamt bin ich sehr damit zufrieden, was man für den Preis bekommt. Das Display ist schön, der Lautsprecher ist gut und die Mikrofone reagieren meistens doch relativ flüssig. Das Smart Display hätte auch noch die Funktion, dass man es drehen könnte. Allerdings finde ich schade, dass sich dann die Bedienoberfläche nicht dreht. Weil ich es bei mir sehr praktisch fände, könnte ich das Display um 180 Grad drehen und es senkrecht hinstellen. Sähe einerseits mit dem Lautsprecher deutlich besser aus, wenn er unten zentriert wäre anstatt links.
Und andererseits würde man deutlich platzsparender agieren können, da in der Höhe der Platz selten beschränkt ist, in der Breite meistens schon. Allerdings ist diese Funktion nur für Google Duo-Anrufe vorgesehen, wo man das Display dann manuell drehen muss, sich hinstellen kann und dann mit seinem Gegenüber reden kann. Die Kameraqualität bei Google Duo-Anrufen geht vollkommen in Ordnung, ist eine gute Handy-Frontkamera, würde ich einmal sagen, also nichts Überragendes, aber reicht vollkommen aus. Also, wenn ich mir da etwas wünschen könnte, wäre es, dass sich die Google Assistant Display-Oberfläche um 180 Grad drehen könnte und auch so deutlich vielseitigere Displays unterstützen könnte. Das tut dem insgesamt doch relativ guten Eindruck des Displays bei mir allerdings keinen allzu großen Abbruch an. Einzig allein die Anmerkung wirklich, dass das Display ausbleiben sollte, auch wenn kein WLAN mehr da ist, denke ich, sollte heutzutage möglich sein, dass diese Information lokal auf dem Gerät gespeichert ist und nicht von einem Google-Server abgerufen werden muss, wo alle 5 Minuten nachgefragt wird, soll das Display noch aus sein oder nicht. Das sollte eindeutig möglich sein und wäre wünschenswert, dass das nachgerüstet wird. Falls ihr jetzt noch weitergehende Fragen zum Lenovo Smart Display 8 habt oder einen ausführlicheren Vergleich zum Amazon Echo Show 5 wünscht, dann lasst mich gerne mal unten in den Kommentaren wissen. In der Videobeschreibung findet ihr auch alle wichtigen Links zu beiden Geräten und auch zu einem Google Home Mini, den ich durchaus manchmal als Vergleich, insbesondere zum Echo Show 5, heranziehen würde. Ansonsten hoffe ich, dieses Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst doch gerne ein Like da und abonniert gerne diesen Kanal und markiert die Glocke daneben. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Danke, tschö, bye bye und auf Wiedersehen.